Das Lohnunternehmen Schmiemann hat nach einer einfach funktionierenden Lösung gesucht, um mittels Front-Andockarm unten am Fass oder am LKW-Zubringer die Gülle saugen zu können. In Eigenentwicklung konstruierten und bauten sie in ca. 150 Mannstunden eine Befüllhilfe, die aus einem 8 Zoll Front-Andockarm besteht, welcher ca. 3 Meter lang ist, wenn das Teleskop um 80 cm ausgefahren ist. Vor dem Schlepper im eingeklappten Zustand hat dieser eine Breite von 2,20 Meter. Die Vorteile dieses Systems liegen in der leichten Bauweise, es ist wenig Technik verbaut und der Arm wird über Isobus gesteuert. Dadurch, dass der Arm nahezu ganz an den Schlepper herangezogen werden kann, wird die maximal zulässige Frontanbaulänge locker eingehalten.